Herzlich willkommen zu Heimat, die Kunst, gut zu leben. Ist es nicht jedes Jahr wieder ein Wunder, wenn aus dieser scheinbar toten Natur plötzlich wieder Leben entspringt? Ich finde das so bezaubernd und ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Wunder auch genießen können. Aber wir wollen uns ja der Kultur zuwenden, genauer gesagt dem Theater Koblenz. Jetzt sagen Sie, aber da ist doch alles dicht. Ja, stimmt, aber trotzdem. Dort hat man unheimlich fantasievoll und mit viel Kompetenz auf die Corona-Krise reagiert und die Bretter, die die Welt bedeuten, ins Netz verlagert. Und so können wir Online-Theater genießen. Sie werden jetzt vielleicht sagen, ja, das ist doch nicht dasselbe. Stimmt, es ist nicht dasselbe. Aber ich habe es ausprobiert und ich finde, es ist auf jeden Fall besser als nichts. Und Sie werden auch einen alten Bekannten wieder treffen, den Sie vielleicht schon vermisst haben. Dirk Zimmer spielt nämlich im Sparschwein, eine Komödie, die es in sich hat. Man muss das Sparschwein sehen, weil es in der heutigen Zeit wenig zu lachen gibt. Gleichzeitig kann man sich wunderbar weiterbilden mit Koblenzer Platt. Und wer da Angst hat, dass er nicht versteht, der braucht diese Angst gar nicht zu haben. Denn es ist Hu Koblenzer Platt, wie der Intendant immer so schön sagt. Ich bin zu diesem Stück gekommen, weil Markus Dietzer sehr häufig den Schengel besucht hat, ein Mundart-Boulevardtheater in der Kulturfabrik. Irgendwann kam er auf die Idee, halt das Sparschwein nochmal wieder aufzuführen und dass er halt die Situation der Städter und der Landbevölkerung am besten darstellen kann über Dialekt. Alle Pariser sprechen ja, perfektes Hochdeutsch. Und da sind wir der perfekte Kontrast dazu mit unserem Koblenzer Platt. Mein kleines Vermögen und ich, wir garantieren für die Sicherheit und die Ordnung, für die Existenz dieses gesamten Staates. Meine Rolle ist ja Chongossi. Ich bin ja der Chef quasi. Also Hauptmann der Feuerwehr. Ich meine, das sagt ja schon allein alles. Wir fahren morgen früh mit dem Irschützhof. 5.25 Uhr. Bis morgen. Der Coulardon, der größte Bauer, ist nicht der hellste Stern auf dem Planet. Ich habe mir eine Hacke gekauft. Ist das nicht ein Prachtstück? Cordon Bois, der Apotheker, hat immer das Näschen ganz weit oben, hält sich für super schlau. Ein bisschen geht mir auf den Keks meine Schwester, die immer noch bei mir im Haus wohnt, trotz meines hohen Alters. Es sieht aber auch wirklich nicht gut aus. Das ist auch schwer, die wirklich zu vermitteln. Und ja, meine Tochter, nervig. Die ist so 20, das ist so ein Alter, ja, da weißt du nicht hü, da weißt du nicht hot. Ja, und der Notar, wie man sich einen Notar vorstellt, langweilig, aber ja, hilfsbereit ist er. Junge Freund, meine Tochter gehört Ihnen. Haben Sie Geld? Und Monsieur Chambossi? Haben Sie Geld? Ja. Komm schon, Dirk. Ja, bezahlen Sie die Krämer. Edward ist 25, der da 10. Die größte Herausforderung für die Maske waren die Frisuren. Die Vorgaben für die Perücken waren für die Koblenzer Gruppe relativ natürliche Frisuren, die aber ein bisschen daneben aussehen. Nicht ganz gelungen. Halt. Und die Vorgaben für die Pariser Perücken sind halt skurril, schräg, große Tollen, große Aufbauten, also wie man eigentlich nicht auf die Straße gehen mag. Eine Perücke wird auf dem Kopf des Darstellers fast genau angefertigt, wird eine Montur genäht. Dann wird die Haarfarbe rausgesucht, die wird die Perücke geknüpft, das ist eine Fleißarbeit. Und dann geht es ans Frisieren. Wir arbeiten mit Echthaar, mit Kunsthaar, mit einem Echthaar-Kunsthaar-Gemisch. Zum Beispiel, ich habe für einen David die Perücke, die hat auch eine große Tolle. Und damit die Tolle mehr Stand hat, ist zum Beispiel ein bisschen gefärbtes Büffelhaar eingeknüpft. Beim Make-up war die Herausforderung auch wieder die Pariser. Die sollten alle einen künstlichen rosa Hautton haben. Es war vom Kostümbildner ein kühler Rosaton gewünscht. Und alle Töne, die es zu kaufen gab, waren einfach zu warm oder zu schweinchenrosa. Namen werden in diesem Salon niemals genannt. Diskussion ist die Seele meines Berufs. Die Pariser sollten vom Make-up eine Künstlichkeit haben, also was Fremdes, aber was jetzt an nichts erinnert, zum Beispiel an ein Schweinchen. Meine Herrschaften,
der idealen Lebensgefährdung. Ich glaube, man ist im Moment als Schauspieler sehr, sehr dankbar, überhaupt Theater spielen zu dürfen. Und dass das hier in Koblenz in der Form passiert, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass Kultur mehr als nur systemrelevant ist, sondern auch wirklich für die Bedürfnisse der Koblenzer derart wichtig ist. Und das ist das Zeichen, was hier gesetzt wird. Ja, die Corona-Pandemie fordert uns also heraus, neue Wege zu gehen. Und das gilt natürlich für alle, die im Kulturbetrieb unterwegs sind. Denn es sind wirklich harte Zeiten. Das bedeutet natürlich auch für Künstler, dass sie nicht ausstellen können und somit auch nicht verkaufen können. Oder zumindest schlechter. Aber wir dürfen die Künstler in unserer Region nicht vergessen. Auf gar keinen Fall. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf einen Atelierbesuch. Schauen Sie mal. Andreas Bruchhäuser in seinem Atelier bei der Arbeit. Oder besser bei einem Teil seiner Arbeit. Denn den ersten Eindruck fängt er draußen ein. In der Natur. Am liebsten im Mittelrheintal. Sein Modell, das Zusammenspiel der Elemente. Und die sind in diesem Tal ja besonders vielfältig. Es hat all das, was sich im Laufe der Zeit eben als Idee bei mir entwickelt hat, was ich in Bildern haben möchte, all das finde ich dort. Die bestimmte Magie, das Geheimnis, auch das Gegenwärtige, das Besondere, all das entwickelt sich dort in dem Tal durch die Topografie, durch die Landschaft, natürlich auch die Historie, die Burgen, all die Elemente, die eben dort zu finden sind, die reizen mich immer wieder. Himmel, Landschaftsstruktur, Wasser, Spiegelung, all das fasziniert mich und das finde ich eben da. Und insofern bin ich auch da immer wieder am Arbeiten. Auch ein besonderer Moment, der doch eigentlich ganz gewöhnlich daherkommt. Aber dieser Karton hat es in sich. Aus einer Auswahl seiner Bilder ist eine Reise entstanden. Vom Mäuseturm durch das Welterbetal weit über Koblenz hinaus. Das Buch lässt den Betrachter auch durch die Zeit wandern. Die Stimmungen im Tal zu jeder Jahreszeit anders. Die Freude ist Andreas Bruchhäuser ins Gesicht geschrieben. Ein gutes Gefühl. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viel Aktionen davor ist, bis sowas so weit ist, ist das natürlich ganz toll, das in den Händen zu halten. Vor allen Dingen, wenn es dann so gut geworden ist. Ich bin ganz begeistert. Andreas Bruchhäuser gibt uns mit seinen Bildern einen neuen Blick auf unsere Heimat. Neu und doch vertraut. Das Buch ist jetzt im Buchhandel erhältlich und setzt das Mittelrheintal einmal mehr glänzend ins Bild. Das war's für heute mit Heimat. Nächste Woche sehen wir uns wieder, dann mit einer österlichen Ausgabe von Haus und Garten. Wir sind bei der Stadtgärtnerei zu Gast. Ich freue mich sehr darauf und ich wünsche Ihnen eine richtig besinnliche Zeit mit Abstand und bleiben Sie gesund.